Wir sind jetzt hier bei Nerell angekommen und werden jetzt mal mit ihr sprechen und gucken, was sie zu sagen hat. Ich glaube, das ist da das Grab ihrer Mutter, ne? Hier liegt Venat ewig auf der Suche. Nun schläft sie auf den Stufen des Wissens. Vigo wollte, dass ich euch das hier gebe. Vigo wollte, dass ihr das bekommt. Er war ein guter Mann. Und Lilith? War sie überhaupt hier? Habt ihr sie getroffen? Schon fort, als ich kam. Da ist noch mehr. Ich kann es sehen. Lilith entwendete Radmas Körper einen Schlüssel zur Hölle. Dann war alles umsonst. Sie ist die Einzige, die bekommen hat, was sie wollte. Nerell. Sie war auf der Suche nach den legendären Horadrim. Nach Hoffnung. Sie fand beides nicht. Doch ihre Rolle in der Geschichte war noch lange nicht vorbei. Tatsächlich sollten wir sie mehr brauchen als sie uns. Damals hätte das allerdings noch niemand gedacht. Inarius war tatsächlich so unzuverlässig, wie ich befürchtet hatte. Seine Selbstsucht trieb ihn dazu, seinen Sohn Radma zu ermorden. Und Lilith entnahm der Leiche einen Schlüssel zur Hölle. Wo würde sie ihn verwenden? Es lag an uns, das herauszufinden. Entschlossenheit des Lichts abgeschlossen. Akt 1 abgeschlossen. Damit haben wir Akt 1 beendet und können jetzt im Akt 2 dann weitermachen, und zwar in der nächsten Zone. Sehr, sehr geil. Und Lilith hat also den Schlüssel von dem toten Sohn, ne, den ja der Vater getötet hat. Also schon eine ganz strange Geschichte. Und ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt hier weitergeht. Ab jetzt ist das für mich unbekanntes Terrain. So, wo müssen wir jetzt hin? Was müssen wir jetzt machen? Wir haben hier Totenbeschwörer, Ruf der Unterwelt. Das ist eine priorisierte Quest, eine vorrangige Quest. Die sollten wir natürlich erstmal machen. Und wir gucken mal, wo waren das nochmal? Ich bin der Meinung, irgendwo hier oben, ne? Genau, da geht es auf jeden Fall hin. Das werden wir als erstes machen. Und ein unverhoffter Besuch findet Donnen an der Bastion von Eltheim. Oder Akt 3. Wir können die Akte uns aussuchen. Wir werden aber natürlich straight erstmal Akt 2 machen und dann Akt 3. Und was ich auf jeden Fall jetzt noch machen wollte, ist, nachdem wir die Totenbeschwörer-Quest gemacht haben, dass wir dann die drei Festungen machen, die irgendwo hier sind. Ich habe ja eine Karte, da muss ich dann mal drauf gucken, wo die genau sind. Dann werden wir die dann uns auch aneignen. Dann reisen wir jetzt mal wieder zurück nach Kyovishat. Wir haben ja einen neuen Ring bekommen und ich glaube, der ist richtig gut. So sieht das nämlich aus. Ein teuflisches Folio ist nicht so pralle. Das behalten wir alles noch. Zack. Braucht ihr Schmiedekunst? Brauchen wir. So, und gehen wir mal nach oben. Wir haben ja auch diesen einen coolen Helm, nicht? Wir mal gucken, wie der aussieht. Und zwar, wenn wir den haben wir ja. Der Helm ist ja wohl mal richtig sick. Da müssen wir jetzt mal die Klamotten so nach wählen, dass das auch dazu passt. Das natürlich nicht. Boah. Eher so eine gepanzerte Rüstung, ne?
Nee, das muss schon ein bisschen was Deftigeres sein. Versuchen wir es mal damit. Die Handschuhe sind schon sehr, sehr gut, sehr massiv. Gucken wir mal, was wir hier noch an Beinkleider haben. Ich finde das schon echt ganz geil. Ich würde tatsächlich das hier nehmen. Und die Füße, gucken wir nochmal drauf. Schwere Stiefel. Ah, hier so eine Ritterschuhe. Warum nicht? Und machen wir mal jetzt eine andere Farbe drauf. Was ist denn das hier? Also der Helm ist ja Origin, ne? Der Rest ist ja Transmog. Das heißt, der hat ja hier so ein... So ein Lila ist da drin. Machen wir den Rest auch so. Machen wir das Lila. Ist das farblich? Passt das dann zum Helm, ne? Sehr gut. Gegenstände. Ach, sieh einer an. Na klar, ich habe ja die Rückentrophäe, ne? Da ist er. Unser kleiner Wolf, der schläft, ne? Den habe ich mir erspielt in der Beta. Habe ich ja voll vergessen. Und wir können auch unsere Waffen transmoggen, ne? Ich bin ja auch ein Napp. Mal gucken. Das sieht ganz cool aus. Vergisst man immer ganz gerne. Ich laufe mit so einem Plebo-Schild rum. Vielleicht haben wir was Schöneres. Joa. Ah, sieht schon massiv aus, ne? Dann machen wir das doch das oder das. Das sieht gefährlicher aus, ne? Ah, ich glaube, so können wir es lassen. Cool, gefällt mir auf jeden Fall. Und der kleine Wolf, ne? Ich habe ihn jetzt endlich hinten auf dem Rücken. Hier haben wir noch eine Nebenquest. Was redet ihr da? Ihr da. Ja, ihr. Kommt, nicht so schüchtern. Ich brauche eure Hilfe. Diese verdammte Fanatikerin Thea hat meine Augen gestohlen. Sie trägt sie um ihren Hals. Und welch schreckliches Leiden ich gesehen habe. Bitte, nicht mehr davon. So viel Blut. Ich kann nicht. Ihr müsst mir glauben. Ich sehe immer noch durch sie. Thea und ihre Anhänger sind in Ostrava erstarkt. Bitte, bringt mir meine Augen zurück. Bringt mir meine Augen zurück, das ist natürlich pervers. Ein Stützpunkt, ne? Wenn hier ein Stützpunkt erobert wird, das Gebiet vom Bösen geläutert. Eroberte Stützpunkte bieten Zugriff auf Wegpunkte, Dungeons, Quests und weitere Belohnungen. Ne? Deswegen, Stützpunkt Ostrava entdeckt. Das ist eine Quest sozusagen, die uns da zu diesem Stützpunkt führt. Da unten haben wir auch nochmal eine Quest, Seelenleiden, die werden wir auch nochmal annehmen. Hier runter müssen wir, ne? Genau, und hier müsste auch der Kuriositätenhändler. Danke, dass ihr hier seid. Mein Junge, ich glaube, dass er besessen ist. Sorgt euch nicht, Petr. Die Kathedrale wird euch nicht aufgeben. Was geht hier vor? Gut. Ihr seht fähig aus. Ich könnte zwei zusätzliche Hände gebrauchen, um den Dämon auszutreiben, der in den Sohn dieses Mannes gefahren ist. Wir treffen uns dort im Keller. Und macht euch darauf gefasst, ein Wunder zu bezeugen. Na dann rein in den Keller. Hier unten ist es kälter als da draußen. Das ein deutliches Zeichen dämonischer Präsenz. Das haben so Keller an sich. Was verlangt ihr von mir? Nehmt meinen Kelch und platziert ihn vor dem Jungen.
Ich muss in meinem Gebetsbuch nach den richtigen Passagen suchen. Okay, wir haben einen heiligen Kelch bekommen. Den sollen wir da vorne... Oh, da liegt der Sohn. Schwester, ich weiß, dass es die gängige Methode der Kathedrale ist, die besessene Person zu verbrennen. Manche Geistliche können recht verbissen sein, wenn sie die Schriften befolgen. Hier wird das nicht passieren. Oh, dem Licht sei Dank. Okay, wir müssen mit Schwester Octavia reden. Beginnt mit dem Exorzismus. Vater Inarius, reinigt mein böses Blut in eurem Lichte, während ich es vergieße. Lasst das Licht die Dunkelheit... Erbärmlich. Das Kind gehört mir. Oh, das scheint wirklich vom Dämon besessen zu sein. Mein Sohn! Lass das Licht die Dunkelheit verdrängen, die sich in diesem Kind verbirgt. Vater, treib diesen Dämon aus. Euer Gewimmer hat hier keine Wirkung. Ich lasse ihn aus. Seine Seele gehört mir. Vater, beschützt dieses Kind mit eurer Gnade. Ich befehle euch, aus diesem Körper zu entfliehen. Oh, was ist das hier vorne? Oh mein Gott. Es ist vollbracht. Oh, der ist aber mal ganz schnell. Kannst du mich hören? Down gegangen. Bitte. Sag etwas! Vater? Wo bin ich? Mein Junge! Vater! Dir geht es gut! Ich danke euch, Schwester! Sehr gerne. Ich bin sicher, dass ich euch bei der nächsten Messe sehe, oder, Petra? In der ersten Reihe? Aber Minimum. Natürlich, Schwester. Selbstverständlich. Geben wir ihn einen Moment. Sprecht draußen mit mir. Haben wir mal einen leibhaftigen Exorzismus hier erlebt? Im Keller von Kyobushat. Das war interessant. Ihr habt euch gut geschlagen. Ihr seid besser für solche Arbeit geeignet, als ihr denkt. In Kyovashat gibt es noch viele Menschen, die mich brauchen. Falls ihr Zeit habt, würde ich eure Unterstützung begrüßen. Okay, also das war eine Einladung zu weiteren exorzistischen, nicht exhibitionistischen, sondern exorzistischen Aufgaben. So, wir gehen nochmal hier zum Kuriositätenhändler. Wollen wir mal schauen, wie viel... Obolus ich habe. Das geht eigentlich. Dann holen wir uns jetzt nochmal ein paar flüsternde Schlüssel. Zwei haben wir noch. Oh, nochmal drei. Haben wir wieder fünf. Bis zum nächsten Mal. Passt. Und dann geht es jetzt straight zu den Totenbeschwörer-Quest. Von daher reisen wir da mal ganz schnell hin. Denn, das weiß ich auch noch, das habe ich in der Beta auch gemacht, da gibt es den Golem. Den Golem als quasi weiteren beschwörenden Charakter oder Minion. Der ist richtig geil, der tankt wie verrückt. Aber hier vorne ist nochmal eine... Event, das machen wir mal schnell. Events sind eigentlich immer ganz cool. Ist jemand da? Ach, das ist das mit dem Kind, ne? Da können wir noch mal machen.
Benötigt ihr Hilfe? Hallo, Kind? Allumfassende Dunkelheit. Warum ist Mutter gegangen? Ich will nicht alleine sein. Oh, da kriegen wir Hilfe. Mir fehlt die nötige Essenz. Einfach hier alles explodieren lassen, dann haben wir genug Essenz. Wo ist, ey, wo ist meine Maus? Manchmal sieht man seinen Mauszeiger gar nicht, ne? Du bist die Kleine. Ich bin noch da. Ich bin noch da. Geht nicht. Hier bin ich, Kleine. Ich habe keine Essenz mehr. Oh, dann sollten wir uns Essenz holen. Sehr nice. Haben wir noch alles? Wir haben by the way, haben wir wieder einen neuen Fähigkeitenpunkt. Gehen wir nochmal ein in die kritische Trefferchance, ist um 20% erhöht, solange Knochensturm aktiv ist. Da scheppern wir dann mal so richtig rein. Dann mit dem. Hier vorne ist ein Keller. Ach, hier geht's runter. Rein in den Keller. Alles mitnehmen hier. Keller sind schnell gemacht, ne? Dauert eine Minute oder zwei und dann sind wir da durch und haben eventuell richtig geilen Stuff am Start. Hochschlagende Flamme. Ich glaube, das ist hier ein Event. Was passiert jetzt? Betet am Schrein von Ratma. Ach, wir sollten das nachmachen. Okay. Scheiße. 1, 2, 3,
4, 5, 6. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. War das jetzt richtig? Ich bin immer so schlecht in sowas. Rechts, 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 Mitte, rechts, links, Mitte. Dreimal rechts. 2, 3, Mitte, rechts, links, Mitte. Tatsächlich. Stefan, mein Lieber, einen wunderschönen guten Abend. Ein zweites Mal, Leute. Das Spiel lässt mich nicht los, ne? Aber schön, dass du hier nochmal vorbeischaust. Herzlich willkommen. Diesmal hatten wir ein knackiges Rätsel hier zu lösen. Aber auch nice. Auch mal was anderes. Ne? Nicht immer nur. Also wenn wir es falsch gemacht hätten, dann hätten wir Gegner bekommen. Ich habe jetzt mal den Hörschritt gemacht. Oh. Ein arktischer Bär. Mir fehlt die nötige Essenz. Oh, hier ist ein Altar von Lilith. Sehr gut. Immer schön Essenz regenerieren. Und hier haben wir den Schrein von Radma. Ich habe auf euch gewartet. Ja dann, wer seid ihr? Ein Lehrer. Und zwar einer, der sein ganzes Leben der Bewahrung von Radmas Lehren gewidmet hat. Unserem ersten und größten Totenbeschwörer. Ich habe gehört, wie die Geister von euch flüstern. Sie sagen, ihr wärt eine wahre Freundin des Todes und der Schatten und seiner größten Lehren würdig. Radma erkannte, dass der Tod einen Wandel darstellt, kein Ende. Er sah in allen Dingen das Potenzial, sich zu verwandeln. Ob nun in einen Knochenhaufen mit kaum einem Fünkchen verbliebener Lebenskraft oder in einer Wagenladung voll Roheisen aus der toten Erde. Aus Radmas Theorien entstanden die Golems. Es wird Zeit, dass ich euch in dieses letzte Geheimnis einweihe und in die Ränge der Priesterschaft Radmas aufnehme. Ihr müsst ungebrochene Knochen sammeln, um den Körper eures Golems zu formen. Danach werde ich euch weiter unterweisen. Ungebrochene Knochenbraucher? Dann werden wir sie Ihnen besorgen. Wir brauchen da 12 Stück. Ich brauche mehr Essenz. Wir haben mal schon 9. Uns fehlen noch ein paar ungebrochene Knochen. Zehn, elf, zwölf. Das sollte ausreichen. Ihr benötigt die Essenz des Lebens. Auch den noch. Geist, um euren Golem zu verwandeln. In den Hügeln nicht weit von hier liegt ein abscheuliches Artefakt verborgen.
Es dient dazu, verlorene Seelen einzufangen und ihnen Magie abzusaugen. Befreit diese Seelen, dann helfen sie euch vielleicht im Gegenzug. Alles klar, wird erledigt. So, wo sind die Viecher? Da vorne. Kommen wir da so hin? Oh, hier ist auch ein Event. Ich bin im vollen Gange. Kriegen wir hin? Kriegen wir hin? Alles hier explodieren lassen? Ey, ich sehe den Mauszeiger nicht, ne? Ich muss echt den... Mauszeiger verändern. Es gibt, glaube ich, eine Option, wo man seinen Mauszeiger größer machen kann. Nur gleich mal gucken. Sehr nice. Wieder raunende Obolusse bekommen, ne? Alles mögliche hier. Rohleder hast du nicht gesehen. Sehr schön. Aber man kann die den Mauszeiger vergrößern. Das sollte ich echt gleich mal machen. Aber nicht hier in dem Eventgebiet, weil das wird gleich wieder starten. Wir brauchen ja auf jeden Fall erstmal diese Essenz des Lebens. Das ist ein Keller, aber wir laufen einfach weiter. Ja gut. Alles klar, das wird wohl ein Dungeon sein, ne? Da müssen wir nochmal in einen... Oder einen Keller? Die Bitterhöhle. Da können wir nochmal reingehen. Und da brauchen wir die Lebensessenz, um den Golem herzustellen, ne? Und dann rein hier in die Bitterhöhle. In die Mockerhöhle.
So, okay, hier haben wir ein Seelengefäß. Ich hab's befürchtet. Hier wird einem aber auch nichts geschenkt. Was da? Das sieht doch gut aus. Werden uns noch kurz hoch machen mit Essenz und dann. Wir sind bereit. Maltorius. Sprecht mir nach. Geister. Geister. Ich bringe euch dieses Gefäß. Ich bringe euch dieses Gefäß. Beschützt uns. Beschützt uns. Auf dass wir das Gleichgewicht schützen. Auf dass wir das Gleichgewicht schützen. Geister. Ich bringe euch dieses Gefäß. Beschützt uns, auf dass wir das Gleichgewicht schützen. Totenbeschwörer, Ruf der Unterwelt, abgeschlossen. Wir kriegen auch noch ein Amulettchen dazu und neue Beschwörung. Golems. So, Golem, Golem, Golem. Wir gucken mal. Das sind die Skelettmagier. Buch der Toten eigentlich, ne? Ah ja, hier vorne. Golem. Wir können jedes Mal... Wenn euer Golem bis zu 20% seines maximalen Lebens an Schaden erleidet, wirft er eine Leiche ab. Das ist natürlich ganz geil für uns, ne? Den würde ich dann auch so uns gönnen. Aber wir müssen Folgendes machen. Nämlich ultra wichtig. Jetzt kommt nämlich das zum Tragen, ne? Wenn wir jetzt hier vorne... Und dann werde ich jetzt dieses Ding hier, weil ich das eh nicht mehr benutze, einfach tauschen. Jetzt kommt der Golem. Und wir werden die Leichenexplosion auf die linke Maustaste drücken. Und den Golem auf D. Und dann mit E machen wir jetzt immer den Fluch. Und da ist der Golem. Er ist jetzt ab jetzt unser Begleiter. Und das ist natürlich richtig geil. Der tankt wie verrückt. Wir müssen jetzt halt nur noch auf unser Ressourcenmanagement achten. Ne? Da werde ich gleich nochmal gucken, dass ich die Generierung der Essenz, dass ich das nochmal ein bisschen optimiere und dann auch nach Teilen suche, die das nochmal unterstützen. Und dann dürften wir eigentlich keine Probleme haben. Dann werden wir nur noch mit Leichenexplosion und Knochensperr arbeiten und dann halt mit den Dienern. Ne? Alter, der Typ ist ja wohl mega, oder?